Herzlich willkommen zum Vortrag, wie man FileMaker und Linux mit SSH zusammenführt. So, unsere Agenda für heute. Erstmal die Frage, was ist eigentlich SSH, falls das nicht jeder weiß. Dann der erste Teil, SFTP, also die Übertragung von Dateien. Und dann als zweites SSH, also das Remote Terminal. Also, was ist SSH? Es gab vor vielen Jahren das Problem, ich möchte zu einem anderen Rechner mich verbinden, ich möchte dort Befehle ausführen und die Ausgaben sehen. Aber ich möchte, dass das verschlüsselt ist. Deswegen hat jemand SSH entwickelt, um sich eben so ein entferntes Terminal auf den lokalen Rechner zu holen. Das ist eine verschlüsselte Verbindung, da gibt es mehrere Verschlüsselungs- und Authentifizierungsalgorithmen. Und das Ganze geht über den Port 22, den ihr also in der Firewall bitte freigeben solltet. Sonst kommt ihr nicht weit. SSH kann man für mehrere Sachen verwenden. Erstens ist SSH ein Kommandozeilentool, was bei Mac und Linux standardmäßig dabei ist. Für Windows kann man das natürlich auch runterladen. Und man kann dann eben die Kommandozeile von einem entfernten Rechner auf seinem eigenen bedienen. Dann gibt es Secure File Transfer Protocol, also ein File Transfer über SSH, um halt Dateien zu transferieren oder auch Dateilistings abzufragen, Zugriffsrechte zu ändern, Dateien zu verschieben, was auch immer. Dann gibt es die Möglichkeit, das X11-Protokoll, also das Protokoll, was Linux verwendet, um den Window Manager anzusteuern, auch durch SSH zu tunneln. Das heißt, ich kann auch bei einem Linux, was noch komplett über X11 die Oberfläche macht, diese auch durch den Tunnel schicken. Ne? Kann man sich also jetzt mal überlegen, dass auf der einen Seite vielleicht ein Schreibprogramm läuft und der ganze Bildschirm mit seiner Ausgabe auf dem anderen Linux-Rechner erscheint. Und was auch immer schön ist, man kann TCP-IP-Tunnel machen. Das heißt, man kann den Traffic von einem Port, von einem lokalen Rechner, von einem Server, durch den Tunnel zum lokalen Rechner schicken. Das haben wir schon mehrfach benutzt, zum Beispiel für MySQL-Zugriffe. Das heißt, wir machen eine Tunnel-Weiterleitung von dem Port 3306 auf dem Server, wo das MySQL lokal läuft, über die SSH-Verbindung auf den lokalen Rechner unter einer anderen Portnummer, sodass wir uns lokal mit MySQL verbinden können, kommen aber dann an dem Server raus. Ne? Man kann das noch ein bisschen weitermachen. Man kann also sagen, ich verbinde mich über SSH zum Beispiel zu einem Server und dann lokal von dem Server aus verbinde ich mich dann zu einem anderen Server, der vielleicht im selben Rechenzentrum steht. Ja, kann man sehr schöne Sachen machen. Ich habe schon mal überlegt, eine Plugin-Funktion einzubauen dafür. Vielleicht machen wir das mal bei Gelegenheit, dass man so einen Tunnel dann starten kann automatisch. So, das nächste ist, ihr habt vielleicht irgendwo einen Linux-Server stehen, sei es der Server, wo eure Webseite drauf läuft oder den ihr bei der FileMaker Cloud mitbekommt oder vielleicht habt ihr auch einen eigenen Server, ob das jetzt Mac, Windows oder Linux ist, ist egal. Solange man den SSH-Dienst darauf installiert, konfiguriert und laufen lässt, kann man sich da ja verbinden. Und zum Verbinden gibt es mehrere Varianten. Es gibt Benutzername und Passwort. Das ist das, was ich gern mag. Aber man kann auch mit einem privaten Schlüssel arbeiten. Da muss man halt erst den Schlüssel erzeugen, also privaten und öffentlichen. Und da muss man den privaten beim Verwenden zum Verbinden und den öffentlichen hinterlegen. Bei der FileMaker Cloud bekommt ihr immer eine Schlüsseldatei, weil das ist natürlich das Sicherste. Aber Passwort ist halt auch praktisch, wenn man gerade mal Zugänge festlegt. Zum Beispiel bei meinem Provider kann ich für die Webseite FTP-Zugänge festlegen und die über FTP verwenden. Und dann ist natürlich das mit dem Passwort viel bequemer, weil das kann man jederzeit ändern. Dann gibt es da zufällig ein Plugin, also das MBS-Plugin. Da habe ich im Laufe der Zeit Sachen eingebaut. Ich habe die Curl-Verbindungen dabei. Das können wir jetzt verwenden für Dateitransfers. Im Plugin ist die SSL und die SSH-Bibliothek eingebaut. Bei den Curl-Befehlen, die FileMaker eingebaut hat, fehlt die SSH-Bibliothek.
Das heißt, das funktioniert dann nicht. Das muss also über ein Plugin gehen. Ihr könnt damit Dateitransfers machen, also was rauf- und runterladen und eben auch Dateien löschen, verschieben, auflisten, umbenennen, was auch immer. Dann haben wir noch eine Funktion für SSH. Da könnt ihr also eine SSH-Session starten, könnt euch mit einem Server verbinden, Shell-Befehle ausführen, das Ergebnis dann auslesen und damit arbeiten. Und dann diese SSH-Tunnel-Funktion, die habe ich schon eingebaut für meine anderen Plugins. Für FileMaker könnte ich das auch noch machen, wenn das einer braucht. Da meldet sich schon einer. Super, habe ich ja heute Abend noch was zu tun. Ne? Ja, ist viel Copy und Paste dann. Weil ich habe es ja schon mal programmiert. Also, das heißt, es bringt nichts, vorher über das Plugin einen Tunnel aufzubauen und dann die SSH-Befehle nachzuschicken. Nein, das mit dem Tunnel wäre zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem MBS-Plugin dich zu einem MySQL-Server verbinden möchtest, genau, wo du halt nicht direkt übers öffentliche Internet rankommst, sondern erst einen Tunnel aufbauen musst in das Rechenzentrum, um dann darüber zu MySQL. Wie ein VPN. Ja, wie ein VPN, genau. Dafür kann man es verwenden. Okay. Ich kann es nicht hintereinander bauen in deinem Plugin, dass ich sagen kann, baut zuerst das Tunnel auf und setzt den SSH-Befehl ab. Also du kannst den Tunnel aufbauen und kannst danach über den Tunnel eine SSH-Verbindung zum anderen Server aufbauen. Du kannst auch durch den Tunnel wieder einen Tunnel schicken. Ne? Ich glaube, die Frage war eher, ob man es nicht mit deinem Tool sowieso schon in mehreren Schritten selbst zusammenstoppeln kann. Das war die Frage. Das habe ich nicht verstanden. SSH-Verbindung und dann einen Tunnel darin aufbauen. Genau. Ach so. Ja, klar. Also das ist ja Teil von der SSH-Session. Das heißt, du baust erst die Session auf und dann, wenn du die Verbindung hast, dann überlegst du dir, ob du jetzt ein Terminal aufmachst oder einen Tunnel. Und dann die nächsten SSH-Befehle. Ja, und du kannst auch mehrere Tunnel oder mehrere Terminals haben über eine SSH-Verbindung. Dann ist es nicht so einig. Ah ja, gut. Aber cool wäre es schon. Ich muss ja noch was haben, was ich dann vortragen kann am nächsten Event, ne? So, dann hätten wir also die Curl-Verbindungen. Das beginnt erstmal mit einer URL, wo unbedingt vorne noch das Protokoll dran stellt. Also wenn ihr das Protokoll weglässt, ist automatisch HTTP und ich kriege da immer Leute, die dann meckern, dass das FTP nicht geht, weil sie es halt nicht hinschreiben. Ne? Also SFTP vorne dran, damit der auf jeden Fall Secure SSH macht. Der Pfad zur Datei ist dann halt der Domain oder IP-Adresse, IPv4, IPv6, was ihr wollt. Dann dahinter der Ordnerpfad, relativ zu dem Punkt, wo ihr halt rauskommt, wenn ihr euch einloggt. Das heißt, wenn man sich einloggt über SFTP, kommt man ja in einem bestimmten Root-Verzeichnis raus. Nicht das Root-Verzeichnis vom Rechner, sondern das von eurem Benutzer-Account. Und von dort aus relativ halt der Pfad zur Datei. Dann kann man das hoch- oder runterladen. Man kann den Passwort oder Benutzername übergeben oder eben die Schlüsseldateien, Private Key und dann auch den Usernamen. Bei der Authentifizierung gibt es mehrere Varianten. Da gibt es zum Beispiel technisch getrennt die Möglichkeit, direkt ein Passwort anzugeben oder diese interaktive Konsole, wo man halt gefragt wird nach dem Benutzernamen und nach dem Passwort. Das Plugin kann das beides. Und man kann also explizit sagen, mit Set Option SSH Austypes mit der Option 1, ich möchte immer nur Private Public Key oder halt 2 und 8, ich möchte die beiden Passwortvarianten. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Login hat, wo man keinen Private Key hat, dann sollte man die Option 2 plus 8 setzen, damit er eben nicht versucht, einen von den Keys, die vielleicht im Benutzerordner liegen, sich zu verbinden, weil das ja dann vermutlich schief geht. Es gibt einen Standardordner .ssh im Home-Ordner bei Mac zum Beispiel, wo so Keys liegen. Und naja, das sind ja vielleicht nicht die richtigen. Also entweder sagen wir nehmen die Passwort oder wir nehmen Public Key. Dann könnt ihr etwas runterladen. Da habe ich mehrere Funktionen im Plugin. Man kann zum Beispiel das Ergebnis von dem Download direkt bekommen als Container und dann in ein Containerfeld legen. Da gibt es die automatische Erkennung, was ist es denn anhand des Dateinamens in der URL.
Man kann auch spezielle Funktionen nehmen und direkt sagen, das ist ein JPEG, das ist ein PDF oder so. Und dann ist der Dateiname egal. Text gibt es auch. Und wenn man möchte, kann man auch direkt zu einer Datei streamen und das Runtergeladene direkt da reinfließen lassen. Das funktioniert dann auch wunderbar mit Dateien, die ein paar Gigabyte groß sind, ohne dass die komplett im Arbeitsspeicher passen müssen. Für den Upload kann man auch wieder einen Container als Eingabe setzen oder einen Text oder auch wieder eine Datei streamen, dass sie dann auch mehrere Gigabyte große Backups hochgeladen werden können. So, dann hätten wir hier ein Beispiel für so einen Dateitransfer. Eine neue Curl-Verbindung aufbauen, also eine Curl-Session mit Curl-New. Dann setzen wir die URL. Wir setzen hier zum Beispiel das Flag für den Upload, weil es ein Upload sein soll. Setzen ein Passwort, einen Benutzername, setzen die Eingabe von einem Container. Dann transferieren wir das mit dem Perform. Da gibt es auch noch die Variante mit Perform and Background, wo dann FileMaker beliebige Dialoge anzeigen kann und man kann dann immer wieder mal fragen, ob es fertig ist, beziehungsweise sich einen Skriptaufruf geben lassen, wenn der Transfer fertig ist. Und dann kann man sich die Debug-Meldungen holen. Am Ende kann man wieder aufräumen und die Verbindung freigeben. Oder man kann sie direkt wiederverwenden, wenn man dasselbe Curl-Objekt verwendet mit derselben Server-Teil von der URL, dann muss er das Login nicht jedes Mal neu machen, sondern kann das einfach die Verbindung weiterverwenden. Christian, ja. Dieser Raus-Type, der muss da aber nicht gesetzt werden, wenn man automatisch jetzt schon, wenn man Passwort und Username setzt, dann brauchst du nicht nochmal zu entscheiden, dass du auf 2+8 willst. Doch, könnte man auch hier machen, habe ich jetzt in dem Beispiel nicht drin. Also es funktioniert auch so. Ja, das kommt drauf an. Also der Server meldet sich jetzt zurück, welche Authentifizierungsschema er erlaubt. Und da steht hier eins vorne. Und wenn da vorne leider steht Public Key, guckt er erst nach einem Public Key. Auch wenn du ein Passwort angegeben hast. Deswegen habe ich in einigen Skripten bei mir das jetzt festgelegt, weil ich habe eben Schlüsseldateien für einige Server, aber Passwörter für andere. Verwendest du da das Host-File mit oder gehst du an dem vorbei? Das weiß ich jetzt nicht. Weil das Host-File würde dir ja beim Aufruf der URL beispielsweise eine gekürzte URL geben können und dort schon die Zuweisung zu deinem Key-File. Ja. Also ich glaube, man kann auch das Host-File angeben bei Curl, wo das liegt, und dann kann er das auch verwenden. Cool. Die Option hatte ich, glaube ich, gesehen. Aber probiert's aus. Es gibt verschiedene Operationen, die ihr machen könnt. Ihr könnt Dateien auflisten. Dafür reicht es eigentlich, wenn ein Slash am Ende vom Pfad ist, dann weiß das Curl schon, ihr wollt eine Liste haben. Es gibt aber auch die Option, das explizit anzugeben, Dear List Only. Und dann gibt es die Möglichkeit eben zu sagen, ich möchte nur eine Liste mit Dateinamen oder ich möchte so eine ausführliche Liste, wie das halt Alice zurückgibt, Terminal. Dateien löschen könnt ihr auch. Da übergibt ihr halt mit Option Quote RM als und den Pfad, relativ wieder der Pfad, eventuell in Anführungszeichen, wenn da halt Leerzeichen drin sind. Und es gibt nicht nur Option Quote, es gibt auch Pre-Quote und Post-Quote. Das heißt, man kann vor dem Transfer etwas machen, anstelle vom Transfer und nach dem Transfer. Dateien umbenennen könnt ihr auch, dafür gibt es zum Beispiel den Rename-Befehl. Und wenn man da halt auch wieder Ordnerpfade mit angibt, dann kann man auch von einem Ordner zum anderen etwas verschieben, weil das ist ja unter Linux nur eine Umbenennung. Dann haben wir noch hier Ordner anlegen, mkdir mit dem Pfad wieder oder Ordner löschen mit rmdir. Ihr könnt mit den Befehlen schmod und schon, also change Gruppe, change mode, ja, change owner, könnt ihr halt die Zugriffsrechte noch setzen. Da müsst ihr aber immer dran denken, dass ihr die auch, ja, das sind ja oktale Zahlen. Beziehungsweise bei dem Owner müsst ihr vorher wissen, welche Nummer der Benutzer hat. Das heißt, man muss da vielleicht eventuell vorher noch die Gruppenliste wissen oder die Benutzerliste. Soweit ich weiß, muss es ein... Textalischen Benutzername nimmt er nicht. Soweit ich weiß, ist das immer nur eine Zahl. Das heißt, ich habe zum Beispiel für meinen Server dann mal geguckt,
da gab es einen Befehl, wie heißt er, Groups. Und dann gab es noch Groups mit einem Parameter, um die Zahlen anzuzeigen. Dann hatte ich einmal die Liste mit den Namen, einmal die Liste mit den Zahlen und dann muss man natürlich nachgucken. Wobei, das kommt halt selten vor. Meistens machen wir wirklich nur das Change Mode, um halt da irgendwie 755 anzugeben, um eine Zugriffsrechtzeit zu setzen. Ne? Darf jeder lesen, darf der Besitzer das ändern. Und mit dem Befehl ln könnt ihr auch einen Link im Dateisystem erzeugen. Das heißt, wenn man eine Datei unter zwei Namen anbieten möchte nach außen, kann man das auch, indem man da einen Link setzt. Dann kommen wir zu der SSH-Session. Das ist komplett getrennt. Das sind halt eigene Befehle. Wir können eine Verbindung aufbauen, wir können authentifizieren, wir können dann unseren Befehl ausführen, wir können Eingaben senden. Also wenn es ein Befehl ist, der von dem Terminal aus Eingaben erwartet, können wir die auch schicken und die Ausgaben lesen. Und am Schluss schließen wir die Verbindung. Wobei, wie gesagt, man kann ja mehrere Terminal-Verbindungen über eine SSH-Session schicken. Obwohl ich das im Plugin, glaube ich, gar nicht drin habe, weil es ist ja immer eine aktuelle Session und eine aktuelle Verbindung. Es gibt eine Funktion ssh.new im MBS-Plugin, mit der bekomme ich eine Nummer für eine neue SSH-Session. Und ich kann halt mehrere parallele Verbindungen durchaus haben, deswegen sind das halt durchnummeriert. Wenn das am Server läuft, mit mehreren Skripten parallel, funktioniert das auch wunderbar. Dann kann ich SSH Connect aufrufen, übergebe IP oder Domain von dem Server und die entsprechende Port-Number. Das muss ja nicht 22 sein, das kann ja auch irgendwas anderes sein, damit die ganzen Script-Kiddies nicht so schnell fündig werden. Dann eben verbinden IPv4, IPv6, habe ich alles mal eingebaut. Und wenn man die Domain angibt, dann probiert das Plugin auch mehrere Varianten durch. Das heißt, wir holen uns vom DNS-Server alle IPs und alle IPs in allen Formaten, die der so hat, probiert die der Reihe nach durch. Und mit dem ersten, mit dem wir eine Verbindung bekommen, den nehmen wir dann auch. So, und dann gibt es den Befehl SS-Session-Handshake, der macht dann halt die Begrüßung und initiale Übertragung von Daten. Das heißt, die tauschen sich unter anderem den Host-Key aus. Den können wir dann auslesen. Da bekommt man halt in der Regel ein Hash von dem Host-Key, den man dann vergleichen kann, ob das noch derselbe ist wie beim letzten Mal. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das möglicherweise nicht derselbe Server. Bei meinem Provider kann ich diesen Host-Key, den der hat, auslesen und kann dann halt sehen, dass das der gleiche ist wie den ich hier bekomme. Das macht es dann halt ein bisschen sicherer, weil wenn da irgendjemand sich dazwischen hängt, naja, wenn es ein anderer Server wäre, dann wäre der Host-Key auf jeden Fall dort. Bei einem. Naja, mal sehen. Dann holen wir uns die Auslist, also die Liste der Methoden, die der kann. Da gibt es halt hier Passwort, Keyboard, Interaktiv oder eben Public Key. Dafür haben wir auch drei separate Methoden, die man da aufrufen kann, die dann eben diese Authentifizierung durchführen. Und wenn das dann alles klappt, dann meldet die Funktion SSH is authenticated auch eine 1 zurück. Da gibt es auch Beispielskript, also das muss man eigentlich alles neu tippen. Das gibt es schon. Und wie gesagt, wenn ihr sowieso nur Public Key macht für FileMaker Cloud, dann braucht ihr die ganzen Passwort-Sachen nicht. Dann kommt der Befehl SSH Open Session, der öffnet dann eine Terminal-Session, meldet dann OK zurück. Man kann da, glaube ich, noch angeben, welches Terminal-Software man hätte, aber wir haben da, glaube ich, immer dieselbe. Und dann gibt es halt SSH Execute, da übergebe ich dann einen Befehl, der dann aus dem Server ausgeführt wird. Und hier nochmal der Hinweis, das ist asynchron. Ne, man gibt diesen Befehl an, der wird gesendet, dann kommt der irgendwann am Server an, wird ausgeführt und dann gibt es irgendwann auch Ausgaben. Deswegen, kommt gleich. Also Eingaben schicken wir mit White Text, da kann man Text übergeben, kann man auch das Encoding festlegen und das ist dann halt die Eingabe, die man dann, naja, man tut so, als würde man auf der Tastatur was tippen. Oder man kann mit SSH White Text auch Hexstrings schicken, das erlaubt einem dann beliebige Zeichen als Eingabe zu schicken, also eben auch irgendwelche Steuerzeichen.
wie zum Beispiel, was gab es da, es gibt ja Steuerung Z zum Beispiel als Zeichen, ich glaube Ende der Eingabe für einige Programme. Und dann würde man halt schauen, Steuerung Z ist halt das Zeichen mit der Nummer 26. Dann würde man halt SHA-26 schicken bei Whitetext oder eben bei Whitetext würde man die 26 hexadezimal schreiben und verschicken. Die Ausgaben kann man über Readtext und Readhext lesen, je nachdem, ob es halt Text ist oder halt irgendeine binäre Ausgabe. Also wenn man da wenn man ein JPEG zum Beispiel ausgibt von seinem Terminalprogramm, dann würde man das mit Readtext lesen, dann könnte man dann eine von den Funktionen nehmen, die dann so aus einem Hex-String wieder ein Bild machen, für einen Container zu legen. Bei den Read-Funktionen kann man noch den Stream angeben, es gibt nämlich zwei. Das eine ist die normale Ausgabe und das andere ist die Fehlerausgabe. Das heißt, man liest eventuell den Fehlerkanal aus und wenn da nichts steht, dann ist es vermutlich, hat es geklappt. Und dann hätte man die normale Ausgabe mit dem Read-Text, mit dem normalen Ausgabekanal. Dann kann man mit Close Channel wieder den Kanal schließen, kann dann eventuell einen neuen Kanal öffnen, wenn man möchte, oder mit Disconnect eben die Verbindung schließen, beziehungsweise dann mit Release auch den Arbeitsspeicher freigeben oder sich direkt wieder zu einem anderen Server neu verbinden. So, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Probiert das mal aus. Man kann das für viele Sachen verwenden, zum Beispiel eben, um automatisch Sachen auf die FileMaker Cloud hoch und runter zu laden, ne, Backups automatisch runterladen oder die Logs, Dateien auf einem Server rumkopieren, Backups starten, irgendwelche Sachen versuchen. Wir hatten letztens eine Verbindung, also ein Beispiel habe ich gemacht für Ping. Ah ne, das war für die Shell-Klasse. Aber man könnte auch mit SSH sich verbinden zum Server und könnte vom Server versuchen zu schauen, ob wieder was anderes erreichbar ist. Die Konferenz wäre nicht möglich ohne die zahlreichen Sponsoren. Und jetzt habe ich hier noch ein Beispiel, dass ich das mal live vorführen kann. Du gehst jetzt tatsächlich ins Dateiverzeichnis von dem FileMaker Cloud Server, von dem Linux Server. Das ist jetzt ein FileMaker Cloud, das ist halt einen, den ich noch rumliegen habe, ja. Vom Beta-Testen. Da gibt es einen Username, der heißt immer CentOS. Ne? Der Key liegt halt im Dateisystem irgendwo rum. Und ich führe mal hier den ls-Command aus und dann lassen wir mal einfach das Skript hier laufen. Und wenn es jetzt klappt, ja genau, da haben wir also die Ausgabe, was ist so an Ordnern auf dem Rechner drauf. Ne? Und da kann ich mich jetzt natürlich wieder weiterhangeln und kann einfach als nächsten Schritt das nochmal laufen lassen mit ein bisschen anderen Fahrt und dann bekomme ich halt angezeigt, was da alles drin rumliegt. Mhm. Und hier siehst du auch, dass dieser Server kann Public Key und über hier GSRP sich authentifizieren und wir nehmen dann halt Public Key, weil das können wir. Und den Host Hash Key, den sehen wir hier auch noch, der ist ein bisschen länger geworden. So. Gibt es dazu Fragen überhaupt? Diese SSH-Datei wird jetzt Bestandteil deiner Beispieldatei sein? Die ist schon drin. Ach, die ist schon drin, okay. Da ja. Ist so viel drin, dass ich. Ich habe da jetzt nur schon mal eingetragen, was man hier braucht. Jetzt können wir nochmal das Skript durchschauen. Ich weiß, das Plugin kommt mit 500 Beispielen, wenn man die alle angucken möchte. Das dauert mindestens eine Woche. Ne? Wir sind alle glücklich, dass so viele Beispiele da sind. So, also, es gibt auch einen Zoom-Knopf. Ist doch neu. Ja, der ist. Seit gestern ist hier der Abstand auch immer schön gegeben. Der hat nämlich irgendwie gefehlt. So, also eine neue SSH-Verbindung. Wir bauen eine Verbindung auf über eben den Host und den Port, den wir hier aus der Tabelle lesen. Also Host ist das. Port bleibt leer. Wenn er leer bleibt, ist es halt der Standardport 22. Wenn das keinen Fehler gibt, dann machen wir weiter, kommt das Session Handshake. Falls wir uns hier verbunden hätten zu einem zum falschen Service, was weiß ich, wenn ich da Port 80 angebe, dann wird natürlich der Session Handshake schief gehen, weil verbinden kann ich mich überall hin.
wenn die Gegenseite antwortet. Aber der Session Handshake schickt dann halt das Begrüßungspaket. Hallo, ich habe gern SSH, ich bin der so und so und ich fordere hiermit den Hostkey an. Ja, das klappt dann nur, wenn das auch wirklich ein SSH-Service ist. Dann kann ich den Hostkey noch auslesen und eben dann vergleichen, ob es noch der gleiche ist wie beim letzten Mal. Dann frage ich hier noch die Auslist ab, das ist aber eigentlich nur alles informativ. Und schaue jetzt hier mal, steht da irgendwo Passwort drin, irgendwo Keyboard interaktiv oder irgendwo Public Key. Könnte man vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Aber ja, wenn ich ein Passwort habe, dann rufe ich halt die Passwortfunktion auf, ansonsten interaktive Funktion oder die Public Key Funktion. Das sind bei mir drei Funktionen, weil es halt in der SSH-Bibliothek auch drei verschiedene sind. Obwohl ich gerade überlege, ob ich nicht hier die zwei irgendwie zusammenführen kann. Wäre vielleicht sinnvoll. So, wenn das geklappt hat mit einer der Authentifizierungsarten, dann zeigen wir hier mal an, also wenn es nicht geklappt hat, gibt es eine Fehlermeldung. Und wenn es geklappt hat, wird die Session geöffnet. Dann führen wir den Befehl aus. Und jetzt kommt das, was wir halt nie wissen. Wie lange dauert es denn? Also mache ich hier erstmal eine kleine Pause und dann mache ich hier Pausen und lese halt Ausgaben und wenn ich halt irgendwann einen Fehler bekomme, ich bekomme eventuell den Fehler, dass im Moment noch nichts da ist. Dann bekomme ich so eine Fehlermeldung, bitte später probieren. Mhm. Und wenn ich eben keinen Fehler bekomme und ich habe Text oder ich bekomme eben nur noch leeren Text, dann kommt halt nichts mehr, ja, weil das, was kommt, kommt in der Regel ziemlich schnell. Und dann zeige ich das Ergebnis an, schließe dann den Kanal, die Verbindung und gebe den Arbeitsspeicher frei am Ende. Ja? Wie lange gibt es da irgendwie ein Timeout oder sowas, das man so hat? Dass wenn ich jetzt eine Session habe und zum Beispiel den Befehl oder was ich jetzt abgeschickt habe? Also Standard Timeout für TCP-IP-Verbindung ist halt 2 Minuten. Aber dadurch, dass du jetzt hier immer wieder fragst, läuft das ja immer wieder weiter. Ja, aber kann ich da auch einen Timeout angeben, dass ich jetzt sage, wenn es wird keine Ausgabe geben, weil ich irgendwas falsch gemacht habe und die Antwort hier in die Schleife würde ich dann einfach setzen, so einen Befehl, dass du halt zählst, wie oft sind wir durch oder wie lange dauert es schon. Ja. Das musst du dann halt selber machen und dann kannst du irgendwie nach 2 Minuten sagen, das gibt nichts mehr. Ja, aber nee, also die TCP-Verbindung bricht nach 2 Minuten ab, aber dadurch, dass wir immer wieder Retext machen, schicken wir ja immer wieder ein Paket und fragen an, ob es was Neues gibt. Mhm. Und ich habe ja teilweise Backup-Skripte auf dem Server laufen, die auch mal eine Stunde laufen. Genau, das war die Frage. Ja. Deswegen halt immer schön fragen, wie der Status ist, ob es da Ausgaben gibt.